Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu unserer Videoreihe rund um das Thema Fahrzeugimport aus USA. Wir erklären euch, wie man beim Autoimport am besten vorgeht und geben euch Tipps und Tricks aus unserer langjährigen Erfahrung. Wir, die Autocargo 24, bieten seit nunmehr fast 15 Jahren an, für unsere Kunden Fahrzeuge zu besichtigen, zu kaufen, zu transportieren bis hin zur TÜV-Umrüstung. Heute möchten wir euch zum Thema Preisverhandlung beraten. Andere Länder, andere Sitten. Wie verhandle ich mit meinem amerikanischen Verkäufer? Nun, wie schon der Titel sagt, andere Länder, andere Sitten. Amerikaner sind anders. Im Verkauf ihrer Fahrzeuge sind sie emotionsloser. Sie sind deutlich ergebnisorientierter. Es zählt also wirklich nur, willst du kaufen oder willst du nicht kaufen? Wie gehen Sie beim Fahrzeugkauf vor? Wie verhandeln Sie den Preis? Gehen wir davon aus, Sie haben das Fahrzeug bereits anschauen lassen oder Sie haben die detaillierten Bilder des Verkäufers geprüft und gehen jetzt her und legen alle Mängel offen, um sie dem Verkäufer zu sagen und so den Preis zu drücken. Bei einem Amerikaner kommt dies nie gut an. Für einen Amerikaner zählt nicht, dass sie ihm die Mängel darlegen, um einen besseren Preis zu bekommen, sondern ein Amerikaner wertet dies als, ich möchte den Wagen nicht haben. Er wird also sehr schnell die Kommunikation mit ihnen abbrechen, weil zum einen er ihr Interesse nicht versteht und zum anderen er auch gar keine Verhandlungen führen will in diesem Bereich. Unser Vorschlag ist es, den Preis so zu verhandeln, indem Sie ihm sagen, das Fahrzeug ist gut, das Fahrzeug ist okay, es hat den ein oder anderen Mangel, aber Sie können leider nur das und das bezahlen. Nicht auf irgendwelche Mängel eingehen, sondern ganz faktisch, ganz nüchtern sagen, das bin ich bereit zu bezahlen für dein Fahrzeug. Das wird definitiv der bessere Weg sein. Wichtig für Sie ist auch zu verstehen, dass bei einem Amerikaner ein Nein niemals ein Nein ist. Wenn also der amerikanische Verkäufer mit Ihrem Preisangebot nicht einverstanden ist und Ihnen möglicherweise unwirsch den Hörer auflegt oder die Kommunikation abbricht, so zögern Sie nicht, ihm ein neues Angebot zu machen. Ein Amerikaner ist nicht nachtragend. Für ihn zählt das Ergebnis. Der neue Preis zählt und er wird die Kommunikation wieder aufnehmen. Ein weiterer Tipp, den wir Ihnen geben können, ist, und wir wissen, dass das schwer ist, einen Oldtimer ohne Emotion zu kaufen. Emotion drängt Sie dazu, schnell zu agieren und sich somit nicht die Zeit zu lassen, in eine gute Verhandlung zu gehen. Bleiben Sie nüchtern. Und zeigen Sie dem Verkäufer dadurch auch, Sie möchten kaufen, aber Sie möchten nicht um jeden Preis kaufen. Überhasten Sie nichts. Oftmals ist es so, Sie geben Ihr Preisangebot ab und der Verkäufer lehnt es ab. Sie haben dann die Möglichkeit, einfach zu warten. Warten Sie ab, 2, 3, 4 Tage, erneuern Sie Ihr Preisangebot, möglicherweise mit 400, 500, 600 $ mehr. Das zeigt dem Verkäufer in Amerika, dass Sie bereit sind, nochmal über den Preis zu sprechen und möglicherweise sogar willig etwas mehr zu bezahlen. Das öffnet Ihnen die Türe, in eine neue Verhandlung zu gehen. Auch hier gilt wieder, nehmen Sie sich professionelle Hilfe. Wir, die Autocargo 24, bieten diesen Service für Sie an. Wir übernehmen für Sie die Preisverhandlungen vor Ort, nehmen so die Emotion aus den Verhandlungen, denn unser einziges Ziel ist es, für Sie den besten Preis zu erlangen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Kauf Ihres Oldtimers und würden uns freuen, wenn wir Ihnen dabei helfen dürfen. Vielen Dank.